Hallo, liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Die beiden größten Öl- und Gasförderer der USA, Chevron und ExxonMobil, befinden sich aktuell in einer Preiszone, in der man darüber nachdenken kann, Positionen zu initiieren oder zu vergrößern. Vorausgesetzt natürlich, man scheut sich nicht, in die Förderung, Verarbeitung und Vermarktung von Öl und Gas zu investieren. Selbst wenn man die ungeliebten fossilen Energieträger ablehnt, so ändert das nichts an der Tatsache, dass in den nächsten Jahrzehnten der Bedarf an Öl und Gas weiter steigen wird. Einerseits liegt das am wachsenden Verbrauch in den Ländern des globalen Südens, andererseits aber auch daran, dass in den entwickelten Industrieländern Öl und Gas eben nicht nur verheizt werden, sondern es sind wichtige Rohstoffe für die chemische Industrie, für die es bis heute keinen Ersatz gibt. Gleichzeitig sichern strenge Umweltauflagen und die hohen Kapitalerfordernisse den beiden Giganten einen richtig breiten Burggraben. Neue Öl- und Gasfelder werden nämlich nur noch sehr selektiv erschlossen. Neuinvestitionen laufen generell wegen der politischen Unsicherheiten auf Sparflamme. Dafür werden unrentable Gebiete gnadenlos stillgelegt oder verkauft. Beide Aktien haben in den letzten 12 Monaten federn lassen müssen. 12,35% ging es für Exxon abwärts, Chevron fiel sogar um 19,74%. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief liegt bei beiden Aktien bei unter 2% und von den 52-Wochen-Hochs haben beide Aktien sehr deutlich verloren. Exxon fast 20% und Chevron über 24%. Anfang Februar legen nun beide Firmen zeitgleich ihre Jahresergebnisse vor und da stellt sich die Frage, ist es jetzt schon an der Zeit, über Käufe nachzudenken? Und vor allem, welches der beiden Unternehmen ist das bessere? Machen wir also mal den direkten Vergleich, wie würde ich beide Unternehmen mit Hilfe meiner Matrix bewerten? Ich halte, das sei nochmal erwähnt, in beiden Unternehmen Positionen. Ich bin also hier mit der rosaroten Brille unterwegs und wahrscheinlich voreingenommen. Zunächst zu Chevron. Chevron liefert aktuell eine Dividendenrendite von 4,25%. Das Kursgewinnverhältnis liegt bei knapp unter 11. Das Gewinnwachstum der letzten 15 Jahre ist mit 1,07% pro Jahr eher anämisch. Man spürt, dass der Aktienkurs eine starke Korrelation mit dem Ölpreis hat. Das ist typisch für Energieaktien. Für Ende 2026 ergibt sich für die Chevron-Aktie ein fairer Wert von $148,25. Daraus ergibt sich dann ein Kurspotenzial von lediglich 4,23% für die nächsten Jahre bzw. 1,41% pro Jahr. Auch das ist unterdurchschnittlich. Für die Zukunft prognostizieren Analysten ein jährliches Gewinnwachstum von nur 1,65%. Auch das reißt einen wieder nicht aus den Schuhen. Die Verschuldung des Unternehmens ist dafür sehr gering. Sie liegt bei 12% des Eigenkapitals. Die Aktie hat ein AA-Rating, ist also Investment Grade. Die Ausschüttungsquote der Dividende liegt bei Chevron bei 45,4% des Jahresgewinns. Das lässt auch für schlechte Jahre eine steigende Dividende erwarten. Die Dividende übrigens wurde in den letzten 36 Jahren jedes Jahr angehoben. Chevron ist ein Dividenden-Champion. Die Steigerungsrate der Gewinnausschüttungen liegt bei durchschnittlich 5,97% pro Jahr. Vergleichen wir diese Zahlen nun mit Exxon, dann fallen Ähnlichkeiten auf. Auch hier haben wir es mit einem KGV von knapp unter 11 zu tun. Die Dividendenrendite von aktuell 3,92% ist etwas niedriger als die bei Chevron. Das Gewinnwachstum ist ebenfalls niedriger. Es lag bei 0,93% im Durchschnitt der vergangenen 15 Jahre. Der faire Wert der Aktie liegt für Ende 2026 bei $103,66. Das ergibt ein Kursplus von 6,9% bzw. 2,29% pro Jahr. Das ist etwas mehr als bei Chevron.
Dafür wird dann ein Gewinnwachstum von 3% pro Jahr prognostiziert, was wiederum auch nicht sonderlich viel ist, aber immerhin fast doppelt so viel wie bei Chevron. Im Verschuldungsbereich liegt die Aktie bei 18% des Eigenkapitals, was die Langfristschulden angeht. Auch das ist ein gesunder Wert, der ist zwar höher als bei Chevron, aber im absolut ungefährlichen Bereich. Die Ausschüttungsquote der Dividende liegt bei 40,03%, also in einer ähnlichen Region wie bei Chevron. Auch das Dividendenwachstum mit 5,93% pro Jahr liegt in dem Bereich, was uns Chevron bietet. Die Dividende wird bei Exxon seit 41 Jahren ununterbrochen angehoben. Stellen wir nun beide Unternehmen in der Matrix im Punktevergleich nebeneinander, dann stellen wir fest, beide erhalten 24 Punkte und sind damit bestenfalls Stocking-Positionen. Was spricht für die Unternehmen? Es ist die sichere, die steigende Dividende, aber auf der anderen Seite haben wir kursseitig kaum irgendwelche Potenziale bzw. auch keine sonderliche Sicherheitsmarge nach unten. Für Chevron spricht die höhere Eingangsrendite, für Exxon hingegen die geringere Volatilität. Exxon hat nämlich ein Beta von 0,96, das heißt, die Aktie schwankt weniger stark als der S&P 500. Bei Chevron liegt das Beta bei 1,13, damit ist die Aktie volatiler als dieser breite Aktienindex aus 500 US-Aktien. Das Renditepotenzial für beide Aktien liegt im Bereich knapp über 6%, 6,01 bei Chevron und 6,18 bei Exxon. Beides sind zweifellos keine Traumwerte. Damit ist von beiden Aktien lediglich die Einkommenskomponente, sprich die Dividende, für Investoren wirklich interessant. Aktuell sind beide Unternehmen bestenfalls Beobachtungspositionen für mich. Für einen Einstieg dürfen sie gut und gerne nochmal um 10-15% fallen. Wer es sich leisten kann, der kann ja in dieser Zone mit Puts auf günstige Einstiege warten und derweil sich an den Prämien erfreuen. Auf die muss man dann gut aufpassen, wie übrigens auch auf sein ganzes Geld. Dabei wünsche ich uns allen weiterhin viel Erfolg. Tschüss, euer Nils Gajowi.